Das Walzenauftragsgerät HB8280W dient zum vollflächigen Auftragen von Schmelzklebstoffen auf unterschiedlichsten Substraten bis 280 mm Breite. Nachdem die eingestellte Verarbeitungstemperatur erreicht ist, wird über den Motorschalter die Kleberwalze in Betrieb gesetzt. Die Verarbeitungstemperatur kann individuell auf den eingesetzten Schmelzklebstoff eingestellt werden. Über eine Andruckwalze kann das starre Substrat von mindestens 1 mm bis maximal 10 mm Stärke automatisch über die Kleberwalze eingezogen werden. Anhand der zwei Einstellschrauben wird die Stärke des Substrates eingestellt. Außerdem wird hierdurch die Andruckwalze horizontal ausgerichtet. Beim Erreichen der eingestellten Solltemperatur wechselt die rote LED am Temperaturregler auf den Status PW. Die Kleberwalze beginnt mit der Rotation. Der flüssige Schmelzklebstoff wird von der Kleberwalze aufgenommen. Die zu applizierende Schmelzklebstoffmenge kann zum Beispiel über einen Schraubendreher überprüft werden. Die Schmelzklebstoffauftragsmenge kann über eine Stellschraube variiert werden. Durch Rechtsdrehen wird die Auftragsmenge erhöht und durch Linksdrehen wird die Auftragsmenge verringert. Das Walzenauftragsgerät ist jetzt optimal auf das Substrat eingestellt. Durch die vollflächige Berührung des Substrates mit der Kleberwalze wird eine exakte und dosierte Schmelzklebstoffbenetzung gewährleistet. Das benetzte Substrat wird nun zusammengefügt und kurzzeitig angepresst. Das Walzenauftragsgerät ist hervorragend für ausgestanzte Substrate geeignet. Eine randgenaue und fadenfreie Schmelzklebstoffapplikation in einer sehr kurzen Zeit erhöhen die Fertigungskapazitäten. Das Walzenauftragsgerät HB8450W ist für einen vollflächigen Schmelzklebstoffauftrag bis zu einer Substratbreite von 450 mm geeignet. Auch bei diesem Gerät wird nach Erreichen der eingestellten Solltemperatur über den Motorschalter die Klebewalze in Betrieb gesetzt. Die Schmelzklebstoffmenge wird zum Beispiel mit einem Schraubendreher überprüft. An der Unterseite des Gerätes befindet sich die Verstellschraube zum Verändern der Schmelzklebstoffauftragsmenge. Durch Rechtsdrehen erhöht sich die Auftragsmenge, durch Linksdrehen wird die Auftragsmenge verringert. Bei einem Einsatz ohne Andruckwalze wird das Substrat von Hand über die Kleberwalze geführt und mit Schmelzklebstoff benetzt. Anschließend werden die Teile verklebt. Bei dem Walzenauftragsgerät HB8450W mit Andruckwalze können Substrate bis maximal 105 mm Höhe mit Schmelzklebstoff benetzt werden. Über zwei Einstellschrauben wird die Andruckwalze auf die Materialstärke des Substrates eingestellt. Die Geschwindigkeit, mit der das Substrat über die Kleberwalze geführt wird, ist über einen Frequenzumformer regelbar. Das Substrat wird an der Unterseite vollflächig mit Schmelzklebstoff benetzt und kann nun mit einem zweiten Substrat zusammengefügt werden.